Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Sanfran Tales of Werewolves mit mir in Restro. Heute sind wir sogar bei Tag 6 angekommen. Wie ihr seht, jetzt kommen Maikan Warriors dazu. Das ist praktisch so die richtige Werwolf-Variante. Die bisherigen Werwölfe waren Seelen, die in Wölfe gesteckt wurden, wodurch diese zu menschlichen Wölfen wurden. Und das sind jetzt tatsächlich Menschen, die sich in Wölfe verwandeln oder in diese Werwolf-Variationen. Und ja, schauen wir uns die mal an. Kapitel 6. Mysteries und, ja, sowas in die Richtung. The Firewall! Wir kriegen also eine Feuerwand dazu. Firewall. Use firewalls to block paths in the forest, forcing enemies to take an alternate route. If you block every available path with firewalls, enemies will sacrifice some health and go through the walls anyways. If one enemy does this, it breaks the wall, allowing others through unharmed. Okay, also es gibt sogar einen neuen Weg wieder mal. Und aufgrund dessen, dass die Maikans eigentlich tatsächlich ja eben Menschen sind, werden sie unsere Baits auch in Ruhe lassen. Das heißt, ich überlege mir das mit der Bait-Vergiften-Strategie nochmal. Unser Maikan wird den Baron angreifen, der hier wird unser Haus angreifen, zweimal Grand Wolves. 28 Points of Damage, divided among the enemies. Das heißt, wenn hier einer kommt und ich hier ein Hanging Net habe, dann wird es das ziemlich töten. Die hier haben 35 Leben. Hanging Net wird da nicht viel machen. Und der hier wird logischerweise hier angreifen. Die Frage ist, kostet mich das Ding was? Nein? Was passiert, wenn ich diesen Pfad hier schließe? Und es auf irgendeine Weise schaffe, diesen Pfad hier zu schließen, dann hätte ich einen verdammt langen Weg bis dahin. Mr. Maikan! Wenn ich jetzt diesen Pfad hier noch schließe, hast du dann einen richtig langen Weg. Ja, hat er. Es gibt hier nur eine Wave. Das heißt, wenn ich... Die Frage ist, ob ich den hier noch verschließe, dann geht er hier runter. Hier alle drei sammeln auf so einer Spike Trap. Und die Spike Trap dann 40 Schaden zu jedem macht. Allerdings kostet die auch was. Gut, erstmal gehen wir ins Inventory. Und schauen uns an, welchen Skill wir holen. Okay, hier steht explizit Werewolves and Grand Werewolves. Das heißt, es macht keinen Schaden gegen die Maikans. Die Maikans werden höchstwahrscheinlich auch nicht dann in der Falle hängen bleiben. Das heißt, gibt es eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass mein Zeug länger überlebt? Mehr Spike Trap, mehr Ballisten. Oh, Ballisten. Explosive Barrels. Sacred Trees. Sniping. Es ist wirklich eine schwere Entscheidung, wie man das Zeug hier benutzt. Ich glaube, ich wäre mit Carpentry, nachdem die letztes Mal unser Haus fast zerstört haben, tatsächlich recht gut beraten.
dann... Der hier läuft so rum, der hier läuft zum Baron, der hier läuft dahin. Das heißt, wenn wir einen Köder hier hinlegen, wird der Wolf am Köder bleiben. Und ich nehme an, dass das genügend Zeit uns geben wird, dorthin zu laufen, um diese Trap hier zu aktivieren. Und dann könnten wir in der Theorie tatsächlich hier noch eine kurze Wand ziehen. Warum dürfen wir hier nichts hinlegen? Okay, der kommt hier noch durch. Hey! Und jetzt hast du einen richtig langen Weg. Gut, dann muss er auch hier an den Traps vorbei. Dann schauen wir mal, ob das so ist, wie wir es erwarten. Und den Rest nehmen wir, um Geld zu verdienen. Okay. Wir gehen mal in die Stadt und suchen nach Silberäxten. Die kosten alle so viel. Okay. Dann den General Store. Vielleicht haben wir dort Silberwaffen. Nein, wir haben nur wieder mehr Kugeln. Convent, Saloon. Ja gut, dann gehen wir zum Haus zurück. Und hoffen einfach das Beste. Das heißt, wir wollen jetzt wie beim letzten Mal zu diesem dämlichen Teil hier laufen. Oh, ein Intro. To meet the ancients. Can I go with you? No, I would rather go alone. Will you be back before dawn? Perhaps. The Mycans are unpredictable. Before you go, can you tell me what this blood moon means? It's a bad omen. The invisible beast will soon come to test us. The beast that Manny Wepiquan, Josephine's mother, spoke of before leaving us? The one that will destroy our tribe? I'm not sure yet. Manny Wepiquan could have been wrong. I will have to search further. Okay, also Josephines Mutter scheint auch bereits so eine spirituelle Wahrsagerin gewesen zu sein. Was irgendwie heißt, nachdem wir alle irgendwie verwandt sind, dass... wir anscheinend auch zu denen gehören. Also zu den Indianern und so. Ein bisschen Zeit werden wir doch wohl noch haben. Und hier haben wir den ersten drunter. Sobald der Maiken drunter geht, schießen wir es ab. Okay. Unser netter Maiken-Freund ist wirklich sehr resistent gegen alles. Feuer!
Okay, und uns die Beine wegziehen. Das haben wir ja gerne. Und ebenso wie beim letzten Mal nehmen wir hier die Variante des Niederklüppelns. Und Wegjumpens. Und jetzt ist er enraged. Okay. Und damit haben wir ihn getötet. Haben wir damit nicht eigentlich einen Menschen getötet? Und unser Maikenfreund kommt irgendwo hier hinten dran vorbei. Müsste er zumindest demnächst. Wir nutzen die Zeit, um schon mal nachzuladen. Oh, come on, beweg dich nicht so schnell. Oh mein Gott, hat das wenig Schaden gemacht. Okay, komme ruhig. Ich kann wegspringen. Hopsa. Ich brauche mehr Stamina. Definitiv. Denn wie ihr seht, habe ich davon nicht genügend. Nicht, dass mich der Maiken noch umbringt. Och, come on. Jetzt ist er auch noch enraged. Hoppala. Okay. Und komm noch, ich spring schon weg, keine Sorge. Wow, wir haben den Maiken umgebracht, wir haben die Nacht überstanden. Aber wir haben einen Pot verbraucht, das waren 15 Gold, die wir hätten anderweitig verwenden können. Aber keiner unserer Häuser hat Schaden gekriegt. Insofern, man sieht sich bis zum nächsten Mal.